Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ich habe mich für diesen Kran hier entschieden, den ich mal vor Ewigkeiten gespielt habe. Und ja, nicht wundern, wenn ihr draußen hier einen Presslufthammer hört. Wie gesagt, es wird halt noch eine Weile dauern, bis sie draußen mit der Straße fertig sind. Und ja, wenn ich jetzt noch warten würde, dann würde er noch 2 Stunden darum machen. Er hört zwar immer jetzt wieder zwischendurch natürlich auf, aber er macht dann wieder weiter, hört ihr ja. Was soll ich dagegen machen? Keine Ahnung. Mehr wie warten geht nicht, aber ich kann ja auch nicht irgendwann heute Abend die Folge hochladen, geht ja irgendwie schlecht. Und ja, wie gesagt, ich habe das letzte Mal vor Ewigkeiten gespielt und habe versucht mir hier Regi Eis zu holen, weil ich ganz nach links gegangen bin. Habe dann nur sie hier bekommen, dass die mit runtergefallen ist. Und natürlich heute natürlich so 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, je nachdem wie die Marken halt fallen. Aber sie sollte man zumindest am Anfang wegkriegen, damit halt sie nicht im Weg liegt. Und dann gucken wir einfach mal. Ich gehe diesmal nicht ganz nach links, dass ich sie auch gegriffen kriege, okay. Und das werde ich auch vielleicht noch die anderen Marken lockern, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie nicht. Ein bisschen gedreht hat sie sich, gell, hier Firn und Tor. Aber mir wäre es schon lieber gewesen, wenn sie sich gleich gelockert hätten. Aber gut, dann kann ich jetzt hier gucken, dass ich so reingreife, hoffentlich, dass sie auch festhält, weil die liegt ein bisschen schief hier, die kann sich ein bisschen drehen. Aber ja, jetzt hier reinzugreifen wäre dasselbe Risiko und dann gucken wir mal. Dum, 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 dum. Ich lasse mich auch nicht stören mit dem Sound da an der Seite, das war nicht so toll. Ja, rechts fällt auf jeden Fall ganz leicht runter. Halt sie fest. Okay, sie ist zumindest rübergerutscht. Wäre schön gewesen, wenn ich sie eher gegriffen hätte. Weil, ja, dann wäre sie weg. Aber der kleine Vorteil ist, wenn ich jetzt Regi Eis kriege und mich beim nächsten Mal dann um die hier kümmern muss, dann kommt es auch selber raus. Also, wenn jetzt hier 400 Tor zum Beispiel noch liegen würde und dann müsste ich beim nächsten Mal zweimal reingreifen, um 400 Tor zu bekommen, das kommt auch selber raus. Aber ich muss halt sie hier bekommen. Ich meine, von der Form her passt sehr gut, aber ja, es kann trotzdem abrutschen. Deswegen, das ist immer so die Sache. Gucken wir mal. So, das ist gut zum Training. Hier ist wieder ein Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Okay. Den haben wir schon mal gespielt. Er hat gesagt, schon komplettiert. Aber natürlich hier erstmal wieder alles lockern. Und zwar gleichzeitig hier den Hammer greifen. Bonkers heißt er ja, gell? Und dann müsste eigentlich auch der Schwertkämpfer rüberrutschen, soviel ich weiß. Wenn er ihn runterfallen lässt, na komm. Ganz knapp nicht berührt, okay, gut. Ich weiß aber nur eine Sache hier nochmal. Und zwar, als ich ihn hier gegriffen habe, hat er hier so mit dem Gesicht hier auf dem Boden gelegen. Da habe ich hier das hier so gegriffen. Aber ob das jetzt halt hier noch was berührt, wegen weil er hier ist, das ist halt so die andere Frage. Weil ich glaube, so kann ich ihn nicht unbedingt greifen. Aber ich glaube, ich werde trotzdem so reingreifen müssen, damit der Körbe ein bisschen nach sich schiebt, gell? Weil sonst komme ich nirgends dran. Ja, machen wir einfach so. Vielleicht klappt sogar, dass er sich so weit ausbreitet, dass er die Marke komplett greift, aber ich glaube eher nicht. Na komm, schieb den doch rüber. Da rechts. Na, war klar. Aber gut, der hat zumindest einen runtergeworfen, wäre dann auch selber rausgekommen. Ich glaube, es war sogar so, dass halt hier, also wie gesagt, der war bei mir beim ersten schon unten. Dass halt Kirby mit dem Schwert noch unten dran lag und dann hat er ihn den so aufgestellt dabei. Weil das hier ist definitiv die schwierigste Marke hier drin. Wenn man die jetzt so greift wie jetzt, dann kann sie einem leicht wieder runterfallen, aber was anderes können wir eh nicht mehr machen. Deswegen, ja. Vielleicht ein bisschen knapper greifen. Na? Ne, der greift immer so und dann würde er ihn nicht festhalten so. Na, das wird wohl nix. Oder doch? Na, schön wär's gewesen, gell? Ach man, aber gut. Wie gesagt. Es ist wieder schön, wenn man solche Grenzen schon komplett hat, da muss man sich nie wieder nicht drum kümmern. Man merkt auch schon, dass der Greifer wirklich ganz auseinander geht, deswegen hat er auch einen leicht so einen etwas festeren Griff, aber wenn die einem so leicht runterfällt, dann ja, dann kann man nicht mehr als 4 Marken erwarten. Ja. Habe ich ja schon erwähnt, dass es mit der Konzentration ein bisschen nachlässt, wenn man draußen die ganze Zeit dieses Gehämmer hört. Aber gut. Ich meine, so schlecht habe ich ja an sich nicht gespielt. Das war jetzt nur, weil die eine Marke so schwer zu greifen war. Gut, dann gucke ich mal, dass ich jetzt noch hier ja, Regi Eis bekomme. Und ja, Bobby, dann durch, go, go. So, da sind wir wieder mit weiterem Gehämmer. Und ich werde die Marke versuchen, wieder so knapp zu greifen, dass er sie vielleicht, wenn sie nach unten drückt, dass er so leicht treten, hier dann so reingreifen kann. Dass er sie halt so hier im Eck und hier im Eck festhalten kann. Hoffen wir es mal. Wenn nicht, bis wir den Kindern kranken, beim nächsten Mal wieder spielen, gell? Oh Mann. So, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Na komm, dreh sie ein bisschen. Also es sieht eigentlich so von der Form ist jetzt gut, dass sie festhält. Nicht rutschen. Okay, ei, das. Ihr habt das gerade kurz gesehen, gell? Sie wollte ganz kurz rutschen, aber gut. Da haben wir zumindest was erreicht. Wie gesagt, bei Valreisa, das macht keinen Unterschied, ob jetzt hier 400 Tor noch liegen würde, die ich dann eh noch runterdrücken muss. Oder ob halt hier Valreisa gegriffen werden muss. Das kommt auch selber raus.
Das werden wir sie beim nächsten Mal auch gegriffen kriegt. Aber man kann auch natürlich sagen, dass man beim nächsten Mal auch wieder gemütlich 3 Runden spielen kann. Wäre nur schöner gewesen, wenn man halt den Kran kompliziert hätte. Aber gut, wenn die nicht runtergefallen wäre, wären die anderen Marken ja auch liegen geblieben. Deswegen, wie gesagt, kommen wir selber raus. Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Papp wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also ich meine, ja, es hätte besser laufen können. Die eine Marke lässt sich wirklich nicht leicht greifen. Ihr habt es gesehen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.